weiter. Es geht weiter mit einem Sammelband, der es geschafft hat, der jetzt Donnerstag wirklich live gegangen ist, den ihr euch alle anschauen könnt. Es ist der erste Sammelband, den das Hochschulforum Digitalisierung rausbringt. Es gibt sammelt sozusagen 33 wunderbare Beiträge rund um das Thema Digitalisierung in Studium und Lehre gemeinsam gestalten. Ist Open Access rausgebracht bei Springer VS. Und die Frage ist natürlich, was steht drin? Und die stelle ich jetzt zwei Personen, die wirklich beteiligt waren an dem ganzen Projekt. Zum einen Malte Persicke, den wir gestern schon in der Lobby den ganzen Tag in Interviews erleben durften, den ich daher, glaube ich, gar nicht so groß vorstellen brauche, außer vielleicht, dass du die Leitung für das Center für Lehr- und Lernservices CLS an der RWTH Aachen hast. Und mitgebracht hast du dir Christoph König, Programmmanager in der HFD-Geschäftsstelle beim Stifterverband. Ihr wart beide involviert, entweder als Autor oder auch das Projekt begleitend, und werdet uns jetzt ein bisschen vorstellen, an was ihr gearbeitet habt und was seit Donnerstag dann im Netz auch zu beobachten ist. Ich werde den Link gleich mal posten. Viel Spaß. Ich danke dir, Zackes. Das war ein scharfer Ritt mit der Veröffentlichung. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich heute zum ersten Mal auf der Mainstage stehen darf, zusammen mit Christoph. Christoph ist Programmmanager beim Hochschulforum Digitalisierung und dort beim Stifterverband und im HFD für Querschnittsaufgaben zuständig. Das klingt ein bisschen nebulös, Christoph, aber eine deiner wesentlichen Aufgaben in den letzten Monaten, man kann fast sagen, seit über einem Jahr, war der HFD-Sammelband. Seit zwei Jahren war der HFD-Sammelband. Ihr seid der Sammelband heißt Digitalisierung in Studium und Lehre gemeinsam gestalten. Er ist jetzt vor ganz kurzer Zeit erschienen. Die Links erscheinen im Chat. Der ist Open Access zum Download verfügbar. Das heißt, man kann direkt loslegen, aber am besten erst nach der Veranstaltung heute. Christoph, erzähl uns ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte des Sammelbands und dass du darüber einige schlaflose Nächte verloren hast. Also ganz schlaflos waren sie nicht, aber es war in der Tat ein starker Ritt. Also wie gerade angekündigt, ich bin eigentlich eher im Hintergrund und eine meiner Aufgaben war jetzt eben dieses Projekt zu managen seit zwei Jahren. Du warst beim Startschuss dabei. Wir haben im Sommer 2019 auf einer HFD-internen Klausur erstmals darüber diskutiert, ob das HFD nicht noch stärker die Sprache der Hochschulen sprechen muss, ob wir in den Bereich gehen müssen, wissenschaftliche Publikationen, einen wissenschaftlichen Sammelband herausbringen, der auch die forschungsrelevanten Leistungen der HFD-Community, der ganzen Expertinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, beziehungsweise von denen das HFD seine Impulse bekommt, ob man die in so einem Medium eigentlich platzieren muss, um auch nochmal stärker oder andere Impulse in die Akademie zu setzen. Du warst damals, glaube ich, auch ein ziemlich starker Befürworter des Projekts. Und von dem Punkt aus sind wir dann gestartet. Wir haben einen Call veröffentlicht im November 2019 und waren total überwältigt, dass in zwei Monaten, also über Weihnachten, 90 Proposals eingereicht wurden. Wir waren auch ein bisschen überfordert, weil wir ursprünglich nur 20 Beiträge für diesen Band geplant hatten und mussten dann da schon sehr schwere Entscheidungen treffen, haben dann aber 48 Proposals erstmal angenommen und die ausarbeiten lassen. Und das Spannende ist, der Startschuss für die Ausarbeitung fiel zwei Wochen vor dem ersten Lockdown. Und im März, April, Mai 2020 in der ersten Lockdown-Phase wurden 45 Beiträge komplett ausgearbeitet, gingen in ein Peer-Review-Verfahren, wo nochmal über 65 Gutachterinnen aus der Community sich bereit erklärt haben, da in einem wirklich auch einen enormen Sprint das zu begutachten, da die wissenschaftliche Qualität sicherzustellen, die Einhaltung guter wissenschaftlicher Standards, aber auch vor allem die Innovativität der Beiträge zu sichern. Und dann wurden diese Beiträge im Sommer letzten Jahres, also quasi nach dem ersten digitalen Sommersemester, überarbeitet. Das merkt man einigen Beiträgen auch an. So der eine oder andere Autor, die andere Autorin haben dann ihre Fazits noch umgeschrieben und das erste Digitalsemester reflektiert. Und das ganze Paket für den Verlag konnten wir dann im November letzten Jahres schnüren. Das ging dann auf die Reise und ich freue mich vor allem sehr, dass es jetzt geklappt hat, das pünktlich zum University Future Festival 2021 zu veröffentlichen. Das Buch gibt es als Softcover zu kaufen, aber eben auch als Open Access, als PDF zum Download, sowohl das gesamte Buch als auch die einzelnen PDFs. Was ich so gut gefunden habe bei unserer Idee damals ist, dass sich damit das HFD sehr viel stärker als vorher noch im Bereich von Forschung und Wissenschaft in der Hochschulbildung positioniert. Das finde ich deshalb so gut, weil das HFD vorher ja schon eine Vielzahl von Veröffentlichungen gemacht hat. Aber wir haben es eben darüber, glaube ich, geschafft, uns nochmal stärker durch auch die
Publikationen bei einem sehr renommierten Verlag so ein bisschen im Rahmen der Hochschulbildungsforschung zu positionieren. Und das war uns damals besonders wichtig. Wobei ich sagen würde, dass das im Sinne des Festivals jetzt auch open for discussion ist. Also braucht das Hochschulforum Digitalisierung, was sich als Think and Do Tank versteht, was mit einer Community of Practice zusammenarbeitet, eigentlich so diese Art von Forschung? Und dann ist auch die Frage, welche Art von Forschung? Da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auch diskutiert wird. Eine besondere Stärke, glaube ich, ist tatsächlich dieser offene Call for Proposals. Oft sind ja solche Bände Einladungsbände, da werden Autorinnen und Autoren konkret angesprochen durch die HerausgeberInnen. Und wir schaffen es jetzt an der Stelle, glaube ich, sehr, sehr gut, dass wir die Autorinnen da draußen, die eigentlich vielleicht noch gar nicht so darüber nachgedacht haben, an einer wissenschaftlichen Publikation zu partizipieren, auch ins Boot geholt haben. Du hast es gerade gesagt, unheimlich viele Beiträge sind da entstanden. Erzähl uns ein bisschen über die Inhalte. Worum geht's? Also die Inhalte haben wir als HFD natürlich in einem Konzept kuratiert. Uns war wichtig, dass wir die Breite der Themen, die die Community bearbeitet, die das HFD bearbeitet hat, sichtbar machen, aber auch sehr stark die Themen zu setzen, wo wir denken, wo die Reise hingeht in den nächsten Jahren. Insofern ist da ein bisschen Kuratierung drin. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es so offen war, haben sich Schwerpunkte gebildet, die so gar nicht von uns erstmal intendiert waren. Also wir haben jetzt zwei Beiträge, die explizit zu Gamification oder die Gamification im Titel haben, aber es schwingt bei 3-4 anderen Beiträgen auch noch mit. Ein Thema, das uns wichtig war, Studierendenpartizipation, das ist auch nicht nur in dem Beitrag der Changemaker drin, sondern eben auch im Bereich Lernraumgestaltung. Lernraumgestaltung ist ein anderes Thema, was uns wichtig war. Strategie hat 3 sehr gute Proposals und 3 sehr, sehr gute Artikel bekommen. Also das war auch nicht absehbar, was da reinkommt. Und im Ergebnis würde ich sagen, bildet das sehr gut ab, die Breite der Themen, was sich jetzt auch hier auf dem Festival spiegelt, die Community bearbeitet. Und ja, so also lesen, spannender, lesen, offener lesen. Prozess. Ja, ich glaube auch. Wie ist es denn mit den Inhalten? Ich finde den Sammelband deshalb so spannend, weil er genau in diese Übergangsphase fällt zwischen normaler, gemächlicher Digitalisierung und dann diesem Tritt in den Hintern, den wir alle an Hochschulen bekommen haben durch die Pandemie. Jetzt müsste aber. Und du hast es gerade schon gesagt, viele der Kapitel sind erstmal entstanden in der Rückschau auf ein normales Semester. Und dann kam plötzlich die Pandemie dazwischen sozusagen. Die Autorinnen und Autoren haben erste Erfahrungen gemacht mit dieser Notfalllehre im Rahmen der Pandemie. Und du hast gesagt, es gibt natürlich schon umgeschriebene Fazits, es gibt umgeschriebene einzelne Teile der Kapitel. Ich glaube aber, also was mich so überrascht hat an dem Band, ist, dass man ihn lesen kann, auch heute, auch wenn kein Wort zur Pandemie drinstehen würde. Und man findet so viel, das die Digitalisierung der Hochschulen im Allgemeinen beschreibt. Ist das etwas, das ihr beim Band, beim Review des Bandes im Blick gehabt habt? Ich meine, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Wissenschaftliche Publikationen haben einfach eine höhere, längere Halbwertszeit, oder sollten sie im besten Falle haben. Und wenn man zum Beispiel den ersten Beitrag nimmt, der reflektiert die Digitalisierungsdiskurse seit den 1990er Jahren. Und von dem, also quasi von diesem Ritt aus zu einem anderen Fazit zu kommen, da ist das Fazit im Prinzip so ein i-Tüpfelchen. Aber an der Analyse, die davor stattgefunden hat, ändert sich ja nichts. Also ich glaube, was der Band sehr gut zeigt, ist, dass zu Ausgang oder zu Beginn dieser Pandemiekrise es sehr viele theoretisch-konzeptionell ausgearbeitete Ansätze gab, empirisch erprobte Ansätze, auch mit Begleitstudien fundiert, die dann genutzt werden konnten oder vielleicht auch noch stärker implementiert wurden, dies aber in der Zukunft auch gilt, weiter auszubauen oder darauf aufzubauen, auf den Erkenntnissen, die man jetzt hat. Also es ist nicht nur eine Rückschau quasi auf das letzte Semester, also auch 1-2 Beiträge sind so gestrickt, dass sie quasi noch wirklich so aus dem Empirie aus dem Wintersemester 2019/20 haben. Aber auch da ist schon im Kern angelegt, dass die Reise viel weiter geht noch. Du hast gesagt, das HFD positioniert sich mit der Herausgeberschaft auch deutlich im Bereich von Wissenschaft. Das war auch unser Ziel damals, als wir die Idee gehabt haben, das so zu machen, ohne dass wir schon ahnen konnten, was das für ein Aufwand werden würde. Deswegen, wir kommen gleich nochmal drauf, ob wir das nochmal planen wollen oder ob du dann sagst, nee, Freunde, das machen wir nicht nochmal. Für mich aber ganz spannend ist, der Band ist so eine Mischung zwischen
tatsächlich theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema Digitalität in der Hochschullehre, aber eben auch Anwendungsbeispielen. Ich glaube, das ist genau die richtige Mischung. Oder hat uns was anderes vorgeschwebt? Wollten wir noch stärker in den Bereich der Bildungsforschung kommen? Nee, also der Band macht genau das, was er soll, nämlich er bildet quasi die Breite der Community ab, mit der wir arbeiten. Und die besteht eben aus Leuten, die auch sehr stark theoretisch reflektiert arbeiten, aber vielen Leuten, die sehr praktisch arbeiten. Und im Prinzip, wenn man die Kapitel durchgeht, kommt man vom sehr Allgemeinen, von den groben Entwicklungslinien in Trends, von den groben Reflexionen hin zum Konkreten und landet am Ende bei konkreten didaktischen Ansätzen, die erprobt wurden. Christoph, ganz zum Schluss. Machen wir es nochmal? Und wenn ja, mit welchem Thema? Sollen wir die Community fragen? Ich sagte es vorhin, ich würde sagen, das ist open for discussion. Wir werden sehr genau beobachten, wie dieser Band rezipiert wird, welches Feedback wir bekommen und dann nochmal genau überlegen, ist es das, was das HFD auch machen sollte, neben allem anderen? Ich denke, wir haben eine gute Basis. Die erste Erprobung hat gezeigt, es gibt eine große Nachfrage bei den Expertinnen und Experten, in so einem Format zu publizieren. Springer VS hat auch zu uns gesagt, warum macht ihr nicht zwei Bücher, wenn ihr so viele Proposals und Beiträge habt? Und wir haben sehr viele Erfahrungen gesammelt, sodass wir eigentlich gut aufgestellt wären, einen zweiten Band zu machen. Aber auch mit Blick auf die Produktionszeit, das war implizit in deiner Frage, reden wir halt von einer Publikation in 2 bis 3 Jahren oder dann eben 2025. Christoph, ich danke dir. Also Christoph muss wieder ran. Dankeschön. Ich muss wieder ran. Danke. Ja, vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Malte. Wir machen jetzt